Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich begrüße es, dass wir heute in dieser, oder dass Sie heute in dieser Debatte auf die Scharfmachertöne weitgehend verzichtet haben. Wir brauchen eine sachliche Debatte und wir brauchen eine besonnene Debatte. Und ich kann mir vorstellen, ich habe gestern Abend auch viele Gespräche geführt, wie Sie auch, und hatte den Eindruck, dass Sie insbesondere auch von den Vertretern der Kirchen ins Gebet genommen wurden, die Sie inständig aufgefordert haben, zumindest Ihre Rhetorik zu verändern. Das scheint ein wenig gefruchtet zu haben, und das ist gut so. Herr Kreuzer, Sie haben gesagt, wir brauchen eine Politik der Verantwortung. Ja, genau das brauchen wir. Und Verantwortung bedeutet, dass wir an konstruktiven Lösungen arbeiten, gemeinsam mit den Kommunen, gemeinsam mit den Organisationen, den Haupt- und Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit. Verantwortung bedeutet, dass wir professionelle Organisationen hinbekommen in allen Institutionen der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen. Verantwortung bedeutet eine schnelle und rechtsstaatliche Bearbeitung der Asylanträge. Verantwortung bedeutet eine Straffung der Verfahren. Ja, wir haben nach wie vor viel zu viel Leerlauf in den Verfahren. Und Verantwortung bedeutet auch zum Beispiel ein neues Ankunftszentrum für Asylbewerber und Flüchtlinge, wie wir es im Moment in München, wie es im Aufbau ist, wie es jetzt zu Ende dieses Monats eröffnet werden soll, wo endlich das passiert, was schon längst hätte passieren müssen, dass sofort innerhalb von 24 Stunden jeder Flüchtling, der ankommt, registriert wird, den ersten Gesundheitscheck bekommt, die erste Beratung bekommt und dann geklärt wird, in welche Erstaufnahme dieser Flüchtling weitergeleitet wird. Das ist verantwortliche Politik, und solche Ankunftszentren, wie sie in München jetzt aufgebaut werden, solche brauchen wir in ganz Bayern. Verantwortungslos ist dagegen eine populistische Stimmungsmache, wie wir sie insbesondere im letzten Plenum von Ihnen gehört haben, Herr Kreuzer. Verantwortungslos ist es, Neiddebatten zu entfachen, indem man zum Beispiel sagt, wir können das Blindengeld nicht mehr zahlen, weil wir so viele Flüchtlinge haben. Wir können nicht für mehr Lehrerstellen in den Schulen sorgen, weil wir so viele Flüchtlinge haben. Und wenn wir eine bedürftige Gruppe gegen die andere ausspielen, das ist verantwortungslos. Und verantwortungslos ist es auch, Sonderlager wollen Sie nicht das Wort, dann sagen wir Sonderzentren für Flüchtlinge aus den Balkanstaaten einzurichten. Warum ist das verantwortungslos? Beziehungsweise muss ich fragen, warum brauchen wir denn eigentlich diese Sonderzentren? Alles, was Sie dort durchführen wollen, können Sie jetzt schon durchführen nach der jetzigen Gesetzeslage, wenn Sie die entsprechenden Ankunftszentren und Unterkünfte und Erstaufnahmen im ganzen Land haben? Warum brauchen Sie denn diese Extraeinrichtungen, wenn es nicht klappt in unseren Ankunftszentren und in unseren Erstaufnahmen? Dann ist es nicht eine Frage der richtigen oder falschen Sortierung, sondern dann sind es organisatorische Defizite, und die müssen Sie abstellen. Und was sollte denn besser funktionieren in einer Sonderunterkunft, in ein Sonderzentrum, das Sie zum Beispiel in Freilassing einrichten? Wieso sollte das Bundesamt für Flüchtlinge dort ausgerechnet seine Arbeit schneller machen, als sie jetzt macht? Was sollte dort besser funktionieren, was nicht in allgemeinen Unterkünften, in allgemeinen Ankunftszentren und Erstunterkünften funktionieren muss? Ausgrenzung ändert nichts an den organisatorischen Defiziten. Aber welche Botschaft steckt denn hinter Ihren Sonderzentren?
hinter Ihren Sonderzentren steckt, das haben Sie auch noch mal gesagt, die Botschaft, wir unterscheiden in die guten Flüchtlinge und in die bösen Flüchtlinge. Jetzt haben wir, natürlich, so einfach ist es, das sind die Guten, dort sind diejenigen, die das Asylrecht missbrauchen. Und dann schaffen Sie ein Zentrum für diejenigen, die nach Ihrer Lesart das Asylrecht missbrauchen. Ja, was glauben Sie, was da los ist? Wenn Sie in Freilassing oder in Passau oder ich weiß nicht, so eine Unterkunft schaffen, so ein Zentrum schaffen, ist das nicht geradezu eine Einladung an alle Wirrköpfe, Pegidas und Rassisten dieser Welt, sich dahin aufzumachen und dort Krawall zu machen oder gar nichts Schlimmeres? Überlegen Sie sich mal, welche Konsequenzen genau diese Einrichtung haben. Und deswegen fordere ich Sie auf. Und eines sollten wir auch nicht verschweigen. Die meisten Flüchtlinge aus den Balkanländern sind Roma. Das sollten wir auch ganz deutlich sagen heute in der Süddeutschen. Und hinter dem Sammelbegriff Flüchtlinge vom Balkan verbergen sich mehrheitlich Roma. Sagen Sie mal, wollen Sie wirklich Sonderzentren für Roma in Deutschland haben? Das können wir doch alle nicht wollen. Das können wir doch alle nicht wollen. Ich fordere Sie auf, kommen Sie zurück auf den Boden, kommen Sie zurück zu einer humanen Flüchtlingspolitik. Das können Sie nämlich nicht mehr einfangen. Wenn Sie dieses Zeichen nach außen setzen, dann werden Sie nämlich mit der Lebensrealität richtig konfrontiert werden, Herr Seehofer. Und deswegen ist die Einrichtung dieser Sonderzentren falsch und verantwortungslos. Ja, es geht um die Lösung von Problemen. Mit Scharfmacherei löst man allerdings keine Probleme und schafft neue. Wenn es um den wirklichen Schutz geht, um die wirkliche Bewältigung und Lösung von Problemen, sind wir hier und vor Ort immer mit dabei. Es geht darum, dass wir den gesellschaftlichen Frieden, ein unglaublich hohes Gut, dass wir diesen gesellschaftlichen Frieden erhalten und ihn nicht mutwillig zerstören. Frau Kollegin Bausel, kommen Sie bitte noch mal ans Rednerpult zurück für eine Zwischenbemerkung des Herrn Kollegen Herrmann. Bitte schön. Pause. Zunächst einmal war es gut, dass Sie jetzt noch einmal gesprochen haben, weil dadurch deutlich wurde, dass keinerlei konstruktive Ansätze seitens der Grünen vorhanden sind, die Probleme zu lösen. Aber eine konkrete Frage, und zwar hat ja auch die Frau Kollegin Kamm bestätigt, dass eine sehr, sehr geringe Quote der Anerkennung bei den Flüchtlingen eben aus dem Westbalkan besteht. Ich frage Sie, stimmen Sie jetzt zu, dass die Grünen mitwirken daran, für weitere sichere Drittstaaten zu sorgen, oder lehnen Sie das weiterhin ab? Also Herr Kollege Herrmann, Sie scheinen ein Wahrnehmungsproblem zu haben. Ich habe mehrfach, und die Frau Kollegin kam in jeder Sitzung hier, machen wir ganz konkrete Vorschläge.
Die Ankunftszentren in ganz Bayern, die Ausweitung der Erstaufnahmen in ganz Bayern, die Straffung der Verfahren, die Einstellung von neuem Personal, sind es keine konkreten Vorschläge. Die Verbesserung der Integration, die Ausweitung der Deutschkurse, die Möglichkeit, dass Flüchtlinge hier eine Ausbildung machen können und hier bleiben können. Eine Latte von konkreten Vorschlägen. Ich gebe es Ihnen auch gerne noch mal schriftlich, damit Sie es dann auch noch mal nachlesen können. So, und was? Und was die Flüchtlinge aus den Balkanländern angeht. In der Tat ist die Anerkennungsquote gering. Und in der Tat ist das Asylrecht für die Probleme, die wir auf dem Balkan haben, die die Balkanländer haben, zum Großteil nicht das richtige Instrument. Wir brauchen andere Instrumente. Und deswegen frage ich mich, warum Sie gegen einen Antrag stimmen, der für vermehrte Wirtschaftskontakte und Wirtschaftszusammenarbeit mit den Balkanländern ist, stimmt. Zum Beispiel, lassen Sie mich bitte ausreden. So, also, dann brauchen wir ein Einwanderungsrecht. Auch das hat die Frau Kollegin Kamm gesagt. Und dann brauchen wir endlich eine funktionierende Roma-Strategie. Wir waren vor kurzem in Rumänien und haben dort mit Vertretern der Europäischen Kommission gesprochen. Und es ist in der Tat so, dass dort viel europäisches Geld hingeht, dass es aber in die falschen Kanäle kommt, dass es nicht an den richtigen Stellen landet, dass es nicht bei denen landet, die die Hilfe brauchen. Und da müssen wir auch diese Strategie ändern. Da können wir nicht sagen, wir geben viel Geld hin, wenn es nicht zu den richtigen Leuten kommt. Das heißt, wir müssen endlich eine gesamteuropäische Roma-Strategie machen, weil es nicht sein darf, dass diese Volksgruppe im 21. Jahrhundert in dieser Art und Weise weiter diskriminiert wird. Und da erwarte ich mir von Ihnen auch endlich Antworten. Und was die sicheren Drittstaaten angeht, ich frage mich, welche Angst Sie haben vor einer Evaluierung der Ergebnisse bei der Einstufung der bisherigen sicheren Drittstaaten. Serbien zum Beispiel. Wir haben drei Länder als sichere Drittstaaten eingestuft und in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz wurde diskutiert, dass man mal die Ergebnisse dieser Einstufung evaluiert, damit man mal guckt, hat es überhaupt das gebracht, ist dieses Instrument das Richtige? Und wer hat sich gegen die Evaluierung gesperrt? Der bayerische Ministerpräsident. Also ich muss doch erst mal gucken, ob eine Maßnahme sinnvoll ist, bevor ich sie auf andere Länder ausweite. Und deswegen sage ich, lassen Sie uns erst mal schauen, ob das richtige Instrument ist, bevor Sie die nächsten Länder als sichere Herkunftsländer einordnen, die aber im Zuzug von Flüchtlingen aus Serbien haben wir vor der Einstufung nicht weniger Flüchtlinge oder nicht mehr Flüchtlingszahlen als nach der Einstufung. Das heißt, es funktioniert nicht. Dieses Instrument Frau Kollegin, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass wir Geschäftsordnung Zwischenfrage haben? Ich habe Ihnen schon 1:30 gegeben. Okay, mehr. Gut. Ja. Deswegen sage ich, dieses Instrument ist nicht das Richtige, wenn Sie sich die Zahlen von Serbien anschauen. Auch da müssen wir uns gemeinsam was anderes überlegen. Ihre Einstufung wird das Problem nicht lösen. Ja.